Tim Cooper, die letzten zwei, drei Bergungen sind jetzt überraschend schnell gegangen, viel schneller als die geplanten 60 Minuten pro Mann. Warum jetzt so rasch? Nun, wenn man das jetzt hier beobachtet den ganzen Tag, dann hat man wirklich das Gefühl, dass es momentan fast im Viertelstundentakt, das ist vielleicht übertrieben, aber im Halbstundentakt geht. Die Bergarbeiter kommen herauf, die Kapselfahrt hinunter, die nächsten Bergarbeiter kommen herauf. Das war allerdings am Vormittag auch schon einmal so und dann hat es immer wieder Unterbrechungen gegeben und es hat auch immer wieder Wartungsphasen gegeben für die Rettungskapsel.